Freunde, willkommen zu meinem ersten Unpacking. So, würde ich sagen, packen wir mal das schöne, hübsche Ding hier aus. So, das hätten wir jetzt vorbereitet. Und ich habe schon echt schon aufgemacht für euch. Und machen wir es weiter auf. Wow, das Licht schimmert so in der Hülle, weil die Hülle so glänzend ist. Oh mein Gott, das ist gekommen. Die Game Capture greift jetzt mal um, dann kann man es besser sehen. So, ich fiel mal rein. Ja, das ist nicht so, nicht so. Alpha Media Capture, ja. Best Game in Full HD. Game Capture Card HD in Full HD. 1080p schafft das jetzt schon. Für die Wii U Support, PS3, Xbox 3 und Xbox 360, Wii U, auch für die neue Xbox One und Xbox One und PS4 geht das auch. Und was ist jetzt in der Box? Fühlt an noch als noch eine Box. Es ist noch eine Box, eine Überraschung. Oh mein Gott. Eine Hand ist echt schwer. Ich mach kurz meine YouTube Skills. YouTube Skills. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Was ist jetzt in dieser Box? Vielleicht noch eine Box. Wir werden es gleich herausfinden. Und so, das ist jetzt der Inhalt dieser Box. Was genau? Anleitung brauchen wir nicht. Geh weg da, ich brauche Anleitung nicht. Ich bin der Mann, wir brauchen keine Anleitungen. Zuerst schauen wir uns mal das Hauptgerät an. Die Alpha Media Capture Card. Ist so ein schönes Drum hier. Es ist sehr leicht vom Gewicht her. Ich kann es nochmal sehen, das Logo Alpha Media Capture Card HD. Das hier, wie ihr sehen könnt, ist der Start. Warte, hä? Ist ein Pickel drauf? Ja, da drin. Das ist der Aufnahmeknopf zum Starten. Das ist der. Ist ein bisschen unscharf gerade. Wir scharf! Wir scharf! Egal, man kann. Wird das nicht scharf gerade? Will nicht. Egal. Das ist der Input für eine Festplatte oder USB-C zum Anstecken, dass das aufnehmen kann. Das ist die Datei, wo es das Aufnehmen speichert. Hier unten wäre ein Behälter für eine eigene Festplatte. Hier kann man die einbauen in diesen Bereich hier. Kann man es extra zukaufen? Finde ich jetzt nicht so notwendig. Ein guter USB-Stick reicht völlig aus, um ein Gameplay aufzunehmen. Dann ist das hier der Startbutton, also der Powerbutton, mit dem es funktioniert. Und dieses Teil hier ist, wer hätte es erraten, für eine kleine Fernbedienung, ja, die ist dabei. So sieht die aus. Ganz süß. Und ja, mit dem kann man das erkläre ich auch noch später, wenn man das mal machen kann. Sieht so aus, ziemlich klein. Kommen wir zu den Inputs. Das hier sind die Inputs hinten, die farbigen Inputs. Das ist oben steht, man kann es hoffentlich vielleicht ein bisschen lesen. Ist verschwommen, die Kamera wird nicht scharf werden. Das ist gerade echt nervig. Steht eigentlich TV, aber ich hoffe, man kann es leicht lesen. Da ist TV, der obere Input, da ist TV. Der untere Input ist für Game. Also hier unten kann man die Game-Stecker rein und hier oben die Fernsehstecker. Und das ist halt der Power-Stecker für dieses Gerät, weil sonst läuft es nicht. So, das war alles noch hier dabei. Mit Kabel, Salat und allem drum und dran. Das hier ist, was ich angeschaut habe, ist das der Stecker für den Strom. Ich denke nicht nur, hä? Wie geht das? Das passt ja nicht in die Steckdose rein. Da gibt es so viele Aufsätze, das ist für Ausland. Ich weiß nicht genau für was, vielleicht ist für Frankreich um die Gegend herum. Ich bin mir nicht sicher, ob die solche Stecker haben. Ich denke mal schon. Das sind unsere europäischen Stecker für Deutschland, Österreich und so weiter. Und die muss man einfach nur heraufklipsen und dann funktioniert das einwandfrei. Muss man anstecken. Finde ich cool gemacht, dass man dann überall mit diesem schönen Capture Card aufnehmen kann, auch in anderen Ländern, wo man so einen Input nicht hat als Aufladegerät. Ist das sehr praktisch. Und dann kommen wir zu dem hier. Das hier ist der Input. Das hier kommt, wie schon erwähnt, vorher mit Game und TV ins Game rein. Also diesen dicken Stecker, die sind dicker als diesen hier. Man kann es vergleichen, ja, sind so dicker, diese hier, kommen hier in das Game-Input, in den Game-Input, in den unteren. Man kann es so schwer lesen, weil meine Kamera gerade nicht scharf machen will und das mich aufregt. In den unteren Bereich kann man das hier so einstecken. Da kommt dann das rein fürs Game. Das ist sehr wichtig, wenn man es vertauscht, funktioniert dieses Aufnahmeprogramm Gerät nicht. Und am anderen Ende sind dann noch drei Inputs für Xbox, PlayStation und Wii. Diese muss man dann am Gerät selber einstecken, was logisch klingt, ist auch so. Das Kabel hier
Ist der Sound für TV, für einen Fernseher von euch zur Game Capture Card? Also, diese zwei Kabel sind wichtig für den Fernseh-Input. Ihr benötigt solch einen Input, das heißt mit diesen Kabeln hier, mit diesen fünf Kabeln, so einen Input ihr braucht den unbedingt im Fernseher, sonst funktioniert die Game Capture Card nicht. Auch mit dem schönen Adapter, den ich mir dazu gekauft habe, was empfohlen gewesen ist, mit so einem hier, einem JBPR zu HDMI plus SPDIF-Konverter, mit hinten so einem HDMI-Input. Mit dem funktioniert das nicht. Ich habe es bei drei Fernsehen schon versucht. Das Signal geht zwar bis zu diesem Gerät hin, aber geht da nicht mehr in den Fernseher zurück, das funktioniert nicht. Ich habe alle Kanäle versucht, bei drei verschiedenen Fernsehern, das hat nicht funktioniert. Also wenn ihr so einen Input beim Fernseher nicht habt, das ist scheiße, ihr braucht einen neuen Fernseher. Oder ich gibt eine andere Variante, weil ich sie nicht gefunden habe. Aber das ist halt blöd. Das aufnehmen kann, weil mein Fernseher ist zu schlecht, weil er erkennt das Signal von diesem Konverter nicht und kann das Bild also nicht übertragen. Und das ist echt geil! Ja! Das ist sehr wichtig auch. Ihr müsst zuerst, man kann es vielleicht lesen. Warum ist das so unscharf heute, Mann? Hallo? Zu ihr scharf? Er will nicht scharf werden. Da steht nur, schaltet zuerst die Game-Konsole ein, also zuerst die PS3, Xbox, Wii, whatever ihr habt, einschalten zuerst. Dann müsst ihr auf der PlayStation was einstellen. Kleine Dinge für die Grafikeinstellungen. Steht in der dicken Anleitung. Wo war denn die jetzt? In dieser Anleitung steht alles drinnen, was ihr machen müsst. Lies euch hier durch, das ist wichtig. Macht nicht so wie ich am Anfang denke, brauchen wir nicht, und machen wir anschließend und so. Geht nicht. Benutzt das hier dazu, das ist so wichtig. Ja, nicht irgendwas, sonst verkackt ihr so, dass ihr dann dem nicht klarkommt. Aber es funktioniert. Ich habe schon probiert auf anderen Fernseher, wo es gegangen ist, die so einen Input haben hinten am Fernseher. Es läuft einfach einwandfrei, es funktioniert einwandfrei, es ist perfekt. Und ja, das war's auch jetzt von meinem Unpacking. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal zu einem weiteren Unpacking von mir oder Videos. Schaut auf meinen Kanal vorbei, wenn es euch gefallen hat. Das Licht scheint. Heiligen Schein. Danke fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich hoffe, ich konnte euch diese Game Capture HD näher bringen. Und ich werde das ein bisschen erklären. Und danke fürs Zusehen und Düdelidü.